Freitagmittag. Hochbetrieb in der größten Wasch- und Tankanlage Essens. An warmen Tagen werden hier rund 3000 Autos gereinigt. Geschäftsführer Joachim Kloppenburg regelt persönlich den Verkehr auf seiner Anlage. Einmal hier lang. So, jetzt nimm den hier raus. So. Weil natürlich jetzt jedes Auto von jeder Seite reinkommen möchte, sehen Sie ja, unser Platz ist limitiert. Dann kriegt's hier, oder gibt es ein Chaos hier. Das Geschäft mit der Autowäsche ist extrem witterungsabhängig. Gutes Wetter bedeutet guten Umsatz. Da lacht das Indianerherz bei so einem Wetter. Wichtig für den Erfolg der Waschstraße sind treue Stammkunden. Wie Ulrich Jänig. Zweimal die Woche besucht der Volvo-Narr den Waschpalast. Schönes Wochenende. Jo, danke. Tschüss. Autowäschen kosten hier zwischen 5 und 10 Euro. Für den vergleichsweise günstigen Preis nehmen viele Kunden längere Wartezeiten in Kauf. Bevor die Wagen in die eigentliche Waschstraße einfahren, müssen noch die sogenannten Lanzer ran. Mit Bürsten und Hochdruckstrahlern weichen sie hartnäckige Verschmutzungen wie Vogelkot und Insekten auf. Auf je zwei Bändern transportieren 40 Meter lange Ketten die Autos in die Waschstraße. Statt mit Bürsten reinigt man hier die Wagen mit Baumwolllappen. Bei der Durchfahrt schwärmt Kunde Ulrich Jänig seiner Frau von diesem System vor. Die ist ja selber gleich super sauber alles und schön alles schon. Ja, die Lappen sind jetzt neu, die werden ausgetauscht und bei anderen machen sie das nicht. Da lassen sie dann die alten dran und dann verplatzt das alle. An der Einfahrt zur Waschstraße macht Geschäftsführer Joachim Kloppenburg Tempo. Zieh mir die Autos enger. Versuch enger zu ziehen, ja? Ein geringer Abstand zwischen den Autos steigert den Umsatz und verringert Wartezeiten. Von außen ist Ulrich Jänigs liebstes Stück jetzt sauber. Zur Innenreinigung geht es an eine der 36 Staubsaugerplätze gleich hinter der Waschstraße. Oje, oje, oje. Chaos. Hier ist aber wirklich Chaos. Nee, die wollen alle zur Garkosmetik fahren. Na, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir auch da unten hinfahren. Oh, der vertaucht auch. Ja, oje, oje, oje. Hier ist Chaos hoch 10. An sonnigen Tagen verbringen viele Kunden Stunden auf dem Hof des Waschpalastes, um ihr Auto auf Hochglanz zu bringen. Da muss man schon mal etwas suchen, um einen freien Platz zu finden. Das Ehepaar Jänig hat Glück. Bevor es aber dem Schmutz im Inneren an den Kragen geht, muss erst noch das restliche Wasser abgeledert werden. Optimal vorbereitet geht Ulrich Jänig ans Werk. Das ist so ein Autoleder. Habe ich mir extra gekauft, damit der richtig schön sauber wird, der Wagen. Ne? Und den wasche ich immer vorher aus. Der wird immer schön feucht gehalten im Auto, damit er nie austrocknet. Und dann wird er noch mal vorher ausgewaschen und dann darf er erst ans Auto dran. Auf dem Saugerplatz herrscht Chaos, denn der Platz ist gleichzeitig die Zufahrt zu einem besonderen Service der Essener Waschanlage. Anstatt selbst Hand anzulegen, kann man hier seinen Innenraum von Profis reinigen lassen. Doch die Warteschlange blockiert begehrte Saugerplätze. Joachim Kloppenburg beruhigt die Gemüter. Guten Tag. Sie haben Innenreinigung. Wurde Ihnen mitgeteilt, dass heute etwas länger dauern kann? Ja. Wir beeilen uns so schnell wie möglich, ja? Okay, schönen Tag noch. Die manuelle Innenreinigung am Fließband ist einzigartig in Deutschland. Geputzt wird an 4 parallelen Bändern. Gelassen können sich die Besitzer das Putzspektakel in aller Ruhe ansehen. Ali El Said ist der Hallenmeister der Innenreinigung. Er kontrolliert die Arbeiten und gibt das Tempo vor. Bei Vollauslastung muss sein Team 125 Autos pro Stunde putzen. Außenspiegel nicht vergessen. Die Konturen. Komm, schnell. Gib mal Gas. Andere an sein Auto zu lassen, fällt dem Stammkunden Jänig schwer. Selbst wenn es seine Frau ist. Da muss man übrigens sehr aufpassen mit den Schläuchen. Also, da hat schon mal der eine oder andere sich den Lack verkratzt. Das schreiben die hier auch. Aber wenn man sieht, dass der Lack, der wird da ganz schön beansprucht. Deshalb, also da passe ich bei ihr auch immer auf, dass sie bloß nicht mit dem Schlauch gegen den Lack kommt. Dann hat man überall Kratzer drauf und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Da muss man schon immer gucken. Und der Teufel liegt bekanntlich im Detail.
Da schaue ich schon, ob da nicht irgendwo noch Insektenreste sind, versuche die noch abzumachen. Ich bin also penibel. Ganz wichtig immer, das Wovo-Emblem muss immer blinzeln, muss immer blitz und blank sein. Jede einzelne Lamelle. Der ist mir zu penibel. Jeden Samstag und dann kann man es irgendwie schlecht machen, dann ist da noch ein Streifen und pack nicht am Lack an, ne? So Sachen dann. Jetzt geht's dann noch an die Felgen. Die sind zwar schon sauber, aber nur auf den ersten Blick. Das stört den Gesamteindruck. Man muss dafür schon leicht einen Spleen haben, gebe ich ja zu. Also nicht jeder ist vielleicht so pedantisch mit seinem Auto. Ich meine, pedantisch, wenn man es regelmäßig macht, hat man auch nicht so viel Arbeit. Seltener Besuch auf dem Gelände des Essener Waschparadieses. Ein 42 Jahre alter BMW 502. Der sogenannte Barockengel ist eine echte Rarität. Der Besitzer des wertvollen Oldtimers ist noch unsicher, ob er sein Museumsstück durch die Waschstraße fahren kann. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Noch ein schönes Auto, ein V8. Ja. Manometer. Ich würde gerne mit dem Auto durch die Waschstraße fahren. Ja. Sehe aber ein Problem, der Spiegel. Ob ja. Der das wohl aushalten wird? Da dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich gehe aber gerne mit und beobachte alles genau, dass wir also da auch keine Probleme haben. Sie, wenn Sie das beobachten, dass da nichts passiert, bin ich damit einverstanden. Ich laufe mit. Alles ja, klar. Machen wir mal. Okay, jo, gut. Ja. Für den Oldie muss die Anlage neu eingestellt werden. Also um sicherzustellen, dass der Spiegel nicht abkommt, ist ja nur ein altes Auto, 30, 40 Jahre alt, stelle ich hier auf Geisterfahrer, sodass die einzelnen Pendel nicht an den Spiegel drankommen. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr schiefgehen. Aber der Chef will auf Nummer sicher gehen und bleibt, bis der Oldtimer fertig ist.